Moin, wir testen hier heute mal die Quicksilver 505 Cabin als führerscheinfreie Variante. Im Heck haben wir ein 15 PS Mercury montiert und wir zeigen auch mal ein bisschen das Boot. Als Trailer haben wir hier einen Brendero Premium 1300 Kilo Trailer. Der Trailer hat zusätzlich 100 km/h Stützen bekommen. Das Boot liegt bei diesem Trailer komplett auf One, sprich wir brauchen auch wirklich nicht hier die Radlager oder Bremsen zu versenken. Das reicht so, wenn man so weit reinfährt, wenn die Sliprampe steil genug ist. Wir werden immer wieder darauf angesprochen, warum wir nicht so weit reinfahren, das ist doch alles so schwierig. Ja, wir könnten natürlich weiter reinfahren, Platz haben wir hier genug. Aber dann sind die Bremse und Radlager im Salzwasser und haben erhöhten Verschleiß. Das muss ja nicht sein. So, ich lasse mal das Boot zu Wasser. So, jetzt haben wir das Boot im Wasser. Wie man sieht, wir haben es echt in Echtzeit laufen lassen. Wenn man ein bisschen Übung hat, hat man in weniger Minuten so ein Boot im Wasser. Auch alleine, so wie ich das jetzt gemacht habe. Das ist kein Hexenwerk, also das ist wirklich leicht zu bewältigen. Gerade bei Booten in der Gewichtsklasse, so um 800-900 Kilo. Überhaupt kein Problem, wenn der Trailer vernünftig ist. Im Bugbereich befindet sich noch eine kleine Reling, wo man sich auch mal festhalten kann. Passende Klampen, wo ich die Festmacher oder Fender ranmachen kann. Dann haben wir hier die Positionsbeleuchtung. Die Positionsbeleuchtung ist mittlerweile in LED. Die ist überall auf der Welt zugelassen. Nur in deutschen Binnengewässern brauchen wir immer noch eine BSH-Beleuchtung. Die kann man dann gegebenenfalls umrüsten. Und hier vorne befindet sich der Ankerkasten. Natürlich mit einer Klampe zum Festmachen, eine Rolle, dass die Ankerleine gut rollt und ausreichend Platz für einen großen Anker. Das Schöne bei der Kabine ist, ich habe eine Schiebetür, die besteht aus Milchglas, das heißt, ich habe drin auch Licht, wenn die zu ist. Und die lässt sich einfach auf- und zuschieben und abschließen natürlich auch. So, bei der 505 Cabin haben wir natürlich auch eine Kabine. Die ist ausreichend groß, dass man mit zwei Leuten drin schlafen kann. Wir haben Liegefläche in der Länge, gute 1,80 Meter und hier vorne habe ich noch ein bisschen mehr Platz. Und in der Breite vorne haben wir 1,70 Meter, also wenn man ein bisschen schräg liegt, kann man wirklich mit zwei Personen drin schlafen. Luxus ist natürlich was anderes, aber für eine Notübernachtung reicht das vollkommen aus. Hier drunter haben wir noch Platz, um eine Chemietoilette hinzustellen oder weiterer Stauraum, wo wir jetzt den Tisch und die Sonnenliegenerweiterung untergebracht haben.
von der Höhe her, ich kann hier also aufrecht sitzen. Ich bin 1,85 groß. Also auch das ist okay, wenn mal Regenschauer kommt, kann man hier unten wirklich mal sitzen. Wir haben hier einen sehr aufgeräumten Steuerstand mit den wichtigsten Instrumenten. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsanzeige, wobei die Geschwindigkeitsanzeige hier über Staudruck gemessen wird. Das unterstützt der 15 PS Motor leider nicht. Da haben wir als Alternative ein GPS hier eingebaut. Dann haben wir hier die Trimanzeige und die Kraftstofftankanzeige. Zusätzlich verbaut haben wir den Kompass sowie hier den GPS mit Tiefenanzeige. Eine 12 Volt Steckdose befindet sich hier noch, Getränke, Halter. Hier wird die Beleuchtung, die Positionsbeleuchtung geschaltet und eine Bildschirmpumpe. Hier kann der Tisch installiert werden. Und wenn ich den Tisch installiert habe, kann ich die Sitze drehen, sodass ich hier in der Runde sitzen kann. Die Sitze kann ich auch noch nach vorne oder hinten schieben, sodass ich hier wirklich auch Platz habe, um mit 4 Leuten gut zu sitzen. In der Hecksitzbank befinden sich noch 2 Staufächer, wo ich Leinen oder ähnliches unterbekommen kann. Und im Bodenbereich haben wir die große Luke. Hier befindet sich der Kraftstofftank mit 50 Liter Inhalt und die Batterie und noch ein bisschen Stauraum. Im Heckbereich haben wir jetzt mal die Sonnenlichterweiterung aufgebaut. In der Tiefe haben wir gute 87 cm und in der Breite 1,65 m. Im Heckbereich haben wir das klappbare Rückbankmittelteil. Das kann man nach oben klappen. Einmal habe ich dann einen besseren Zugang zur Badeplattform. Ich habe hier so einen kleinen Gangbord. Und natürlich auch, wenn ich im Hafen den Motor hochtrimme, habe ich ausreichend Platz, damit der Motor nicht gegen die Hecksitzbank stößt. Zusätzlich im Heckbereich haben wir die Badeplattformverlängerung. Diese sind immer optional zu bestellen. Ansonsten ist hier eine normale Badeleiter. Hier befindet sich die Badeleiter jetzt unter der Badeplattform. Montiert haben wir ein 15 PS Mercury. Das ist mittlerweile ein Einspritzmotor, das heißt, der springt wirklich auf Schlag an. Ist ein Zweizylindermotor. Der Motor hat Power Tilt, sprich, ich kann den Motor im Stand anheben und absenken. Ich habe immer noch eine Handstartfunktion sowie E-Startfunktion. Dann zeige ich euch mal, der Motor hat noch nicht gelaufen seit 2-3 Monaten. Und sieh da, er springt sofort an. Hier haben wir das Bimini-Top einmal aufgebaut. Das Bimini dient als Sonnenschutz, dass wenn die Sonne scheint und nicht so kalt ist wie heute, dass man sich kein Sonnenbrand holt. An das Bimini-Top kann man natürlich Front-, Heck- und Seitenteile anschließen, sodass man ein komplettes Camper-Verdeck hat. Das bietet natürlich, wenn man mal im Boot übernachtet, zusätzlichen Wohnraum, dass man sich wirklich in der Pflicht aufhalten kann. Und bei Schiedwetter natürlich wirklich Regenschutz. 100% wasserdicht ist so ein Camper-Verdeck nie. Durch die Nähte und Knöpfe kommt immer mal ein bisschen Wasser rein. Bei der Hafenplane bieten wir 2 verschiedene Varianten an. Es gibt einmal die werkseitige Hafenplane, die nicht so passgenau ist wie diese hier. Diese Plane hier fertigt unser Sattler an. Das Material ist aus Stamoid, das ist so ähnlich wie LKW-Plane, nur wesentlich leichter und dünner. Besonderheit bei dieser Plane ist im Gegensatz zur werkseitigen, wir haben Ausschnitte fürs Bimini-Top. Sprich, ich kann das Bimini-Top auch während des Transportes oder am Hafen stehen lassen. Wir haben hier Schnettverschluss, so ist es auch einigermaßen wassergeschützt. Wir haben hier Ösen und keine Metallknöpfe, sprich, ich ziehe nur einfach dran, kann die ganz einfach lösen oder auch zum Befestigen wieder dran ziehen und wieder fest. Im Heckbereich haben wir dann noch einen Motorwarnausschnitt. Gerade wenn ich den Motor hochtrimmen möchte, muss ich die Sitzbank nach vorne klappen und dann kann ich hier diese Plane öffnen, sodass der Motor komplett aus dem Wasser kommt. Das ist auch der große Vorteil von dieser maßgefertigten Hafenplane im Gegensatz zur werkseitigen. Zusätzlich haben wir im oberen Bereich der Plane noch einen Lüfter eingebaut, sodass die Luft zirkuliert und darunter kein Schimmel entstehen kann.
So, wir sind von der Probefahrt zurück. Top Speed mit diesem 15 PS Motor, 13 km/h. Es ist ein typisches Einsteigerboot, was wir haben. Kleine Kabine, 15 PS führerscheinfreie Variante. Reicht für einen Einstieg vollkommen aus, aber wenn man ein bisschen mehr Spaß haben will, sollte man ganz schnell einen Führerschein machen und sich einen größeren Motor dranhängen, wie die meisten unserer Kunden das auch wirklich machen. So, ich lege das Boot mal wieder an. Tschüss!